Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Ja, mein heutiger Gast, das ist nun wirklich deutsches Kulturgut. Ob Musik, Literatur oder Film, er lässt kein Medium aus, um seine Geschichten zu erzählen. Herzlich willkommen, Sven Regener. Ja, hallo, Tag. Als Frontmann der Rockband Element of Crime wurde Sven Regener bekannt mit der Romantrilogie um den Antihelden Herr Lehmann zum Bestsellerautor. Jetzt hat er einen neuen Roman vorgelegt, Magical Mystery. Mit Sven Regener spreche ich über Rausch, Raver und Rock'n'Roll und natürlich über das Leben in Deutschland. Sven Regener, ich bin etwas neidisch, weil erstens mal in Würde als Musiker alt werden, das ist nicht so ganz leicht. Und dann auch noch als Musiker Romane schreiben, das ist auch ungewöhnlich. Wie funktioniert der kreative Prozess bei Sven Regener? Sind Sie so ein Thomas-Mann-Typ, der jeden Morgen von 7 bis 8 eine Stunde arbeitet oder... Nee, eigentlich eher nicht, gerade nicht so. Also das hängt davon ab, worum es gerade geht. Also bei den Romanen ist das immer so gewesen, dass ich also erst sehr, sehr lange über so eine Idee für so einen Roman nachgedacht habe. Hier bei Magical Mystery oder Drücker des Karl Schmidt habe ich vielleicht 2, 3, 4 Jahre mit der Idee gespielt, so im Kopf. Ja. Also gar nichts geschrieben. Viel im Kopf, gar nichts geschrieben. Darüber nachgedacht, was da, wie das sein könnte, wenn dieser Typ, eben Karl Schmidt, den man aus diesem Herr Lehmann-Roman kennt, wenn der aus der Klapsmühle heraus wieder in so ein richtiges, normales Leben versucht zurückzukehren. Und da kann man sich ja dann so viel mitspielen. Und manche Ideen muss man dann auch verwerfen, weil die gar nicht so gut sind oder so. Und das war so eine Romanidee, die dann tragbar war. Und dann habe ich irgendwann damit angefangen. Und selbst da ist das so, dass ich eigentlich mehr Zeit, also sagen wir, in einer Woche vielleicht 3, 4 Tage nachdenke über das nächste Kapitel, bevor ich dann anfange, das zu schreiben. Und wie geht Nachdenken? Also hinsetzen und grübeln? Dass man das die ganze Zeit im Kopf hat eigentlich. Ja. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht im Alltag zu sehr so ein zerstreuter Freak wird. Ja? Aber gerade bei den ersten Kapiteln ist das sehr wichtig von einem Roman, weil ich die alle von vorne nach hinten schreibe und mir sehr wenig Konzept vorher mache. Also ich habe das mir so im Kopf, ich habe eine grundsätzliche Idee im Kopf, was da passieren soll, so im Groben. Aber das Ende... Aber das Konkrete, auch die Figuren, ja. Die meisten erfinde ich sozusagen auf dem Weg rein in den Roman. Und darum ist gerade bei den ersten Kapiteln sehr wichtig, dass man ziemlich lange nachdenkt, bevor man sie schreibt. Weil man sonst sich schon auf Dinge festlegt, wo einem das später vielleicht irgendwas fehlt oder wo man später merkt, dass das nicht genug Stoff ist, um weiterzukommen. Ne? Zum Unterschied zwischen zum Schreiben eines Songtextes und eines Romans haben Sie mal gesagt, das eine ist wie Springreiten und das andere ist wie Schwimmen. Ja, weil die Leute immer glauben, dass beides jetzt irgendwie mit Kunst und mit Schreiben zu tun hat. Der kann das schon. Das habe ich eigentlich als Bild genommen, weil ich sagte, beides ist Sport, ja, Springreiten und Schwimmen. Und natürlich gibt es auch Sachen, die das verbindet. Man muss für beides einigermaßen fit sein und so. Aber dennoch sind die Ansprüche ganz unterschiedliche, ganz verschiedene bei diesen Sachen. Beim Songtexte schreibe ich nur zu Musik. Wir haben immer zuerst die Musik. Ich bin ja auch nur einer von 4 Leuten in dieser Band, Element of Crime. Und wir machen eigentlich immer zuerst die Musik und ich singe dann so la 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 und so. Und dann irgendwann brauche ich für diese Melodie, die eigentlich komplett feststellt, auch einen Text. Also der Text kommt aus der Musik? Ja, genau. Und deshalb ist das natürlich da schon was ganz anderes. Und auch viel, auch sehr, sehr stark auch vom Klang bestimmt und von der Inspiration durch die Musik bestimmt. Während natürlich Magical Mystery oder generell die Romane, bei diesem ist es mir speziell aufgefallen, aber eigentlich auch bei Herr Lehmann, sehr stark, wie soll ich sagen, inspiriert sind durch eine Figur, die ich vorher erfunden habe. Also bei Herr Lehmann war das so, dieser Frank Lehmann ist mir mal zugelaufen bei so einer Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe. Und ich fand ihn so inspirierend, dass mir zu dem lauter Geschichten einfielen. Und ein bisschen war es mit Karl Schmidt auch so, nachdem ich jahrelang mit ihm zu tun hatte, als Nebenfigur in den anderen Romanen, dass einem irgendwann diese Ideen dann zu diesem Typen zulaufen. Und bei den Songs ist es so, dass die Musik eigentlich dieses Inspirierende ist. Und das ist natürlich sehr abstrakt. Das heißt aber, Romane schreiben ist so Einzelkämpfertum, da ist man allein. Und Songtexte ist dann doch eher eine Teamgeschichte. Ja, ich muss dann ja also mit diesem Songtext dann in die Band gehen und sagen, okay, ich habe jetzt den Text, wir können das Lied aufnehmen und dann endlich, und dann das machen wir jetzt zum Beispiel gerade, wir machen neue Songs und ich habe jetzt dann am dritten Text dran und demnächst gehen wir ins Studio und nehmen die 3 Songs auf, ja, weil jetzt der Text da ist, vor die Musik war schon länger da. Und was sagen die Bandkollegen, wenn sich der Herr Regener mal wieder 2, 3 Jahre zum Romanschreiben zurückzieht? Naja, so ist das ja nicht. Also es ist ja eher so, dass ich in den Jahren, wo wir mit der Band nichts oder wenig machen, habe ich dann die Zeit, einen Roman zu schreiben. So war es auch mit dem allerersten. Wir hatten uns vorgenommen, im Jahr 2000 eigentlich nichts zu machen.
Wir hatten dann auch so ein bisschen Theatermusik gemacht, aber sonst eigentlich nichts. Weil es ganz gut ist für eine Band, die so lange existiert, die gibt es seit 85, auch mal zwischendurch auch mal Ruhe zu geben. Nicht so sehr, weil man selber keine Lust hätte, was zu machen, sondern weil es auch gut ist, mal aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Unter so einen Stein zu kriechen, mal keine Promo zu machen. Wenn man irgendwo spielt, auch live, hat man ja doch immer wieder mit Öffentlichkeit zu tun. Und also wenn man so ein Jahr nichts macht, das hatten wir zum Beispiel 97, war auch so ein Jahr gewesen, dann habe ich mir 2000 gedacht, das wisst ihr jetzt nicht normal, dass ich jetzt das ganze Jahr gar nichts. Und ich hatte diese Idee schon sehr, sehr viele Jahre für diese Bücher und dann habe ich angefangen damit. Ja, wahnsinnig luxuriös, ne, zu sagen, ach, jetzt mache ich mal ein Jahr nichts. Ja, das ist ja das einzig, das ist ja das, also so kann man Erfolg nutzen, wenn man schlau ist. Meiner Ansicht nach ist das der richtige Weg. Also, dass man den Erfolg, den wir mit der Band zum Beispiel im Laufe der 90er Jahre hatten, wo wir zum ersten Mal, also im Gegensatz zu den 80er Jahren, wirklich auch ganz gut verdient haben, nicht dazu benutzt, sich dann jetzt lauter Porsches zu kaufen, sondern dass man sich sagt, das Geld ist gut als leck mich am Arsch Geld. Als Geld, mit dem man, wo man sagen kann, wenn wir der Meinung sind, wir müssten mal ein Jahr stillhalten, ja, und den Kopf unten, dann können wir das auch tun. Ist ja nicht so, dass wir dann nichts machen. Also der Jakob Ilja zum Beispiel hat sehr viel Filmmusik gemacht in dem Jahr und so. Und Richard Papik auch sehr viele Dinge gemacht. Aber dass man nicht Kunst macht oder dass man nicht so eine Band macht, weil man das Geld für die Miete zusammenkriegen muss. Und das ist eine sehr luxuriöse Position für eine Rockband. Und wir hätten uns das in den 80er Jahren zum Beispiel gar nicht erlauben können. Man wird so richtig schön nostalgisch, finde ich. Alle sagen immer, die 80er Jahre waren so doof. Eigentlich war das eine tolle Zeit. 1984 hat Lars von Trier, der dänische Regisseur, seinen ersten Film gemacht, der hieß Element of Crime. Ja, genau. Ein Jahr später kam eure Band. Ja, das war ganz einfach. Steht da ein Zusammenhang? Ja, man könnte es fast so sagen. Es war so, dass der Film kam damals raus. Wir suchten gerade nach einem Namen für die Band. Also wir hatten vorher eine Band gehabt, die hieß Neue Liebe. Und die wollten wir nicht mehr machen. Da war ein anderer Sänger und ich habe dann die Lieder, wir hatten neue Lieder und ich habe die dann gesungen. Das war so eine neue Band irgendwie. Wir suchten Namen und probierten dies und jenes aus. Und einer meinte, der Bassist war es, glaube ich, der meinte, ja, dieser Film da ist ein cooler Name, Element of Crime, ist doch wie cool. Das klingt gut und so. Und wir sagen, ist doch kacke, da werden alle immer nur an den Film denken und so. Was natürlich auf eine Weise auch stimmte, aber natürlich dann auch irgendwie egal war. Weil man mit der Zeit einfach, wenn es einigermaßen läuft, das eben selber dann so einen Punkt setzt, wo das dann so für sich selber spricht. Und ja, das war dieser Film, wobei die haben den Film gar nicht gesehen. Also ich habe den Film eigentlich erst 2 Jahre später gesehen. Nur das Plakat. Ich habe den Film erst 2 Jahre später im Fernsehen gesehen. ZDF oder so lief der, im kleinen Fernsehspieler oder was. Wir kannten nur den Titel. Ja. Was war das damals für eine Zeit? Wolltet ihr reich und berühmt werden und viele Mädels haben und Drogen nehmen? Oder hattet ihr eine Botschaft? Oder was war so der Antrieb? Ach, ich weiß, ich kam nach Berlin und mit der Trompete, das war 82. Und so eine Woche später hatte ich eine Band gefunden, wo ich mitspielen konnte, das war Zatopek. Ja, wirklich, das war so. Jeder konnte mitmachen. Das war, ja. Niemand wurde, nicht wie anderswo, wo man sagt, was machst du eigentlich, wo kommst du her, was hast du denn vorher gemacht? Das war völlig egal, vor allem, wenn man Trompete spielte, weil alle damals unglaublich gern Trompeter in der Band haben wollten. Das war das heiße Ding, Bläser sowieso. Und konnte aber keiner. Alle, ne, spielten ja Saxophon und kein Schwein Trompete oder Posaune. Wenn man so ein bisschen, kann man überall mitspielen. Und die haben mich dann gleich gefragt, die hatten einen Plattenvertrag, das war Zatopek, und wir gingen dann auf die erste Tournee, das war Anfang 83. Und machten also so eine 15-Städte-Club-Tournee. Und damit war ich eigentlich verloren fürs normale Leben, weil ich dieses Rock'n'Roll-Ding, einfach da unterwegs zu sein, und jeden Abend Musik zu spielen, ja. An der man Spaß hat. Ist das bis heute so? Ja. Also ihr habt immer noch Spaß das Größte auf der Bühne. Ja, also Tourneen sind einfach, also mit der Band sind einfach das Größte. Und es gab nie so den Moment, wo man sich gesagt hat, boah, jetzt auch keine Lust mehr auf die durchgezockten Nächte. Und naja, es ist so. Es ist natürlich ein großer Glücksfall. Auch da, wir sind eine sehr privilegierte Band und ganz viel Glück gehabt, dass in dem Moment der Erfolg so weit so finanziell auch kam und also von der Größe der Hallen, in der man dann irgendwann spielte und so, dass die Sache bequemer wurde. Man also nicht mehr selber so einen Transporter fahren musste, man nicht mehr selber die Sachen ausladen und aufbauen musste. Dass man sozusagen nicht mehr in diesen Hardbreak-Hotels mit Klo auf dem Flur schlafen
musste oder besser noch der Wohngemeinschaft von dem Konzertveranstalter oder so. Sondern das ist alles sozusagen, also mit zunehmendem Alter auch bequemer wurde, weil es einfach größer wurde, plötzlich sehr viele Leute kamen, die Band in die Charts ging, die alles wurde, also sozusagen das ist so ein kontinuierlicher Prozess, so wie man das auch brauchte. Plötzlich ist man im Vier-Sterne-Hotel. Und das ist natürlich wichtig, sonst glaube ich, also so auf dem Level, wie das in den 80er Jahren war, oder Anfang der 90er noch, hätte man das nicht mehr lange durchgehalten. Da hat man irgendwann einen richtig großen Bus, wo so einer fährt und dann kann man sich sogar dann noch hinlegen, weil da so Betten drin sind und so. Das ist natürlich super. Und das muss man, sonst kann man das so lange nicht durchhalten. Sonst kann man das ein paar Jahre lang durchhalten, aber dann irgendwann schafft man es einfach auch körperlich nicht mehr. Früher haben die Fans ja noch ordentlich Schallplatten gekauft, nicht? Also den Kindern muss man das ja immer erklären. Das waren diese großen, runden, schwarzen Dinger mit dem Loch in der Mitte. Und dann kam irgendwann dieses Internet mit der Umsonstkultur und so. Habt ihr das gemerkt als Band, dass auf einmal... Man kann das auch nicht so mit der Umsonstkultur, das ist immer so möglich, nicht so gern mochte, weil das so einen allgemeinen Trend irgendwie postuliert. Es gab einfach nur sehr viele Leute, es gab einfach dann auch Leute, die natürlich sich die Sachen da umsonst besorgt haben. Das ist aber eigentlich nicht zu vermeiden und auch normal, so wie man ja vorher auch sich Kassetten und sonst was aufgenommen hat. Das ist bloß doof, wenn man den kategorischen Imperativ da falsch versteht, aber das müsste so sein. Ja. Aber das davon abgesehen. Das Problem, der Punkt ist der, dass wir komischerweise auch heute viel mehr Platten verkaufen als früher. Was natürlich daran liegt, dass wir einfach mit der Zeit, wir hatten dann auch mal einen Single-Hit wie Damn Horse, wir haben einfach im Laufe der Jahre immer mehr Leute zusammengesammelt, die sich für diese Musik interessierten und die das mochten. Das Publikum erspielt, ne? Ja, wobei die Leute springen ja auch wieder ab. Ist ja gar nicht so, dass man irgendwie, die Leute sagen immer meine Fans oder unsere Fans, das finde ich immer ein bisschen doof, als wenn das so Leibeigene wären. Aber die Leute kaufen mal 3-4 Mal ineinander so eine Platte und dann haben sie auch genug und dann so, nicht? Aber nee, bei Element of Crime ist es eigentlich so, dass wir heute sehr viel erfolgreicher sind als früher und dadurch auch mehr Platten verkaufen. Ich möchte allerdings kaum noch über spekulieren, wie viele Platten man mit der Popularität, die wir jetzt haben, man vor 20 Jahren verkauft hätte. Also das ist eher so der Punkt, nicht? Also da, wo wir jetzt sind, hätte man vielleicht vor 20 Jahren 2,5-3 Mal so viel verkauft. Heute bekommt man eine goldene Schallplatte für 100.000 verkaufte Tonträger oder Bundle-Downloads oder was. Und damals bekam man die für 250.000 verkaufte Tonträger. Und daran sieht man, also wie das runtergegangen ist. Und das bringt Probleme mit sich, aber das ist auch lösbar. Also es ist nicht so, dass man kann damit leben. Für Bands ist es heute einfacher. Man braucht ja gar kein Label mehr. Man stellt sein Video auf YouTube und dann verdient man mit den Downloads. Ja, das ist ein Irrtum. Das ist sowas, solche Ideen kommen nur Technokraten, die sich das schön trinken. Also Leute, die von Kunst nichts verstehen. Letztendlich, wenn es darum geht, in der Gesellschaft irgendwie Leute zu finden, die Musik hören und die sich dafür interessieren und so, braucht man Leute, die das vermitteln. Das kann man nicht alles selber machen. Man braucht also in irgendeiner Form immer sowas wie eine Plattenfirma oder so. Und sei es nur als Promoter und Leute, die das in entsprechenden Portale bringen und so weiter. Sonst ist das alles sinnlos. Also der Lob des Eigenverlags ist oft nur der Lob sozusagen des sich kaputtmachens und Selbstausbeutens. Das ist für Künstler nicht gut. Und es ist für junge Künstler, muss ich auch sagen, heute sehr, sehr schwer. Schwerer als früher. Ja, sehr viel schwerer. Weil es zum Beispiel sehr viel weniger kleine unabhängige Labels natürlich noch geben kann, die so eine Arbeit auch für junge, neue und aufregende Künstler machen können. Die meisten Indie-Labels sind kaputt, sind weg. Die gibt's nicht mehr. Das war mal besser, weil natürlich die Verluste, die man hat beim Tonträgerverkäufen, gerade in dem Bereich, wo man sowieso schon auf einem sehr niedrigen Level unterwegs war, machen halt 200 verkaufte CDs oder so mehr oder weniger den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Und das hat natürlich sehr, sehr viele von den kleinen Labels dabei erwischt. Das ist der Gang der Dinge, aber das ist nichts, was man sich unbedingt schön trinken muss. Es ist für junge Künstler sehr, sehr schwer. Ja. Früher war alles einfacher, auch in der Techno-Zeit. Ich versuche gerade eine Anmoderation. Ja. Reden wir gleich drüber. In der Techno-Zeit, da gab es noch die vielen kleinen Labels und Clubs und all sowas. Berlin, natürlich die Brutstätte der deutschen Rave- und Techno-Szene. Die Party- und Clubkultur in der deutschen Hauptstadt ist legendär und zieht bis heute mehr denn je Feierwütige aus der ganzen Welt an. Berlin bei Nacht. Eine Sperrstunde gibt es nicht. Von Donnerstag bis Sonntag wird hier rund um die Uhr gefeiert. Vor der Party heißt es für viele aber erst einmal warten. Es sind immer Leute auf der Straße und es gibt immer offene Läden. Es nimmt kein Ende. Es nimmt einfach kein Ende. Ne? Ich kann die ganze Woche halt feiern gehen.
Der große Unterschied ist einfach die Freiheit hier. Ob in der wilden Renate, im Magdalena, im Gretchen oder wie hier im Ritter Butzke. Meist starten die Partys so richtig erst um 2 oder 3 Uhr morgens. Die Fotografin Stefanie Seidel und der Journalist Heiko Zwirner sind seit Jahrzehnten im Berliner Nachtleben unterwegs. Sie haben ein Buch über 40 Jahre Berliner Partykultur herausgebracht und wissen, wie wichtig die für die Stadt ist. In Berlin war es eigentlich immer die Kultur, war die einzige Wirtschaft, Kunst, Musik, Malerei. Und das fand immer im Nachtleben statt. Eigentlich hat die Wirtschaft von Berlin findet im Nachtleben statt. Einen ersten Höhepunkt erreicht die Partykultur in den 90er Jahren. Nach dem Mauerfall 1989 nimmt die gerade aufblühende Techno-Szene leerstehende Gebäude im Ostteil Berlins ein. Der 1991 eröffnete Tresor wird zu einem weltweiten Aushängeschild und ist einer der Clubs, die Berlins Ruf als Partymetropole begründen. Es ging halt eher so um die Inhalte, ja, um die Musik, ja, um die Leute, die man kennt. Und wenn man am Ende des Abends keine Miese gemacht hat, dann war man schon glücklich. Auch wenn heute weltweit bekannte Clubs wie das Berghain oder das Watergate professionell betrieben werden, Profit steht nach wie vor oft nicht an erster Stelle. Das Erbe einer gewachsenen Partykultur wird von jungen Clubbetreibern wie Michel Nicknaffs von Prince Charles weitergeführt. Weltweit im elektronischen Bereich ist Berlin immer noch das Epizentrum. Und die Berliner geben natürlich alles dazu bei, dass die Partys auch erst um 3 Uhr starten in der Früh und dann aber auch halt bis halt am nächsten Tag um 12, 1 weitergehen. Das Berliner Nachtleben. Eine Geschichte, die noch längst nicht zu Ende ist. Denn auch heute erfindet sich die Clubszene der deutschen Hauptstadt immer wieder neu. Was ich ja total irre finde, ist, wie diese 80er Jahre in Berlin inzwischen ja schon fast historisiert werden. Es gibt ja schon Streitigkeiten, wer gehörte dazu, wer nicht. Es gibt Bücher, es gibt Ausstellungen, das war so in der Vorwendezeit. War das jetzt eigentlich so eine spektakuläre Zeit, wo alle sagen, ja, ich war auch dabei? Ich glaube, die erste Hälfte der 80er Jahre war halt doch sehr aufregend, weil es gibt ja dieses Ding, dass plötzlich so Sachen aufbrechen, wie damals eben eigentlich so Ende der 70er, die Punk und also die New Wave-Geschichte, wo man so tut, als wenn es vorher nie was gegeben hätte. Und das hat natürlich auch mit so einer gewissen Arroganz, sag ich mal, als, zu tun, die man als Jugendlicher so hat. Und man erfindet einfach alles nochmal neu. Ja? Techno war auf eine Weise dann eigentlich auch so. Also wo man so elektronisch war. Also, und erst später stellt man das in so einen Kontext rein und historisiert das dann auch. Aber das ist natürlich sehr aufregend, weil das so, man ist jung, man ist arrogant, scheißegal, macht unglaubliche Sachen auf der Bühne, die man später gar nicht mehr versteht oder so. Aber das war einfach in dem Moment einfach großartig. Das heißt, das ist natürlich das, was man an Jugendkultur mag. Und da in der Hinsicht war das eine sehr, sehr freie Zeit. Ich erinnere mich, dass man angerufen wurde und sagte, in einer halben Stunde treten wir auf, wir haben so eine Band, kannst du nicht mitspielen, wir üben noch kurz vorher, wir haben 3 Lieder, der Rest müssen wir irgendwie so machen. Das war ganz normal. Und das hat natürlich was Aufregendes. Und aufregende Zeiten sind natürlich auch was, auf das man später gern, oder von dem man gern Geschichten erzählt. Da gibt es dann jede Menge lustige Geschichten, die man erzählen kann. Herr und das zum Beispiel. Und das ist dann was, wobei Herr Lehmann eben, wie gesagt, eigentlich schon, ja, durch was 89 spielt, in der Zeit spielt, wo eigentlich schon sehr viel so eher so Stillstand herrschte. Ja, ja, also aber dieses Buch wird, ne? In 100 Jahren wird das ein Klassiker sein. Der wird in Schulen gelesen werden, da werden die Kinder sagen, guck mal, so war das, so der wie wir heute schon, der wird heute schon in Schulen gelesen, der wird ganz viele Schulen gelesen. Entschuldigung. Der ist in Bremen Abiturstoff. Ja, ist das so? Ja, ist so. Da merkt man, dass ja. Sven Regner in Bremen inzwischen richtig was zu sagen hat. Ich bin der Bremer der Herzen, ja. Aber das ist so. Und ich kriege da oft Briefe auch von Schülern, die Hilfe brauchen. Wie soll ich die Textstelle interpretieren? Ja, genau. Und, es gab tatsächlich Bustouren für Touristen zu den Originalschauplätzen des Romans, der ja auch später... Ja, ja. Und in Bremen gibt es das auch heute noch so, neue Versüht-Touren durch die Neue Fahr Süd und so weiter, so also im Stadtviertel von Bremen ist. Was der zweite Band der Trilogie war. Und das ist ja auch toll. Ich meine, das will man ja eigentlich, dass das so die Leute so sehr berührt und bewegt, dass sie sich dafür auch so weitergehend interessieren. So, und jetzt kommt die Nebenfigur von Herrn Lehmann, nämlich Karl Schmidt, kommt jetzt aus der Klapse, also aus der geschlossenen Anstalt, wo er liebevoll ein bisschen sediert worden ist.
Mitte der 90er wieder ans Licht der Welt. Was hat sich in diesen paar Jahren getan durch den Mauerfall in Berlin? Ja, das war ja das, was anderes ich Land? Ich habe mich neulich mit Andreas Dorot unterhalten. Auch mal, Digga, zweimal im Leben so eine Stunde Null zu erleben, ja, ist natürlich toll. Erste Stunde Null für uns beide in unserem Alter eigentlich so eben diese Punk- und New Wave-Zeit, ja, wo man so also tat, als wenn es vorher nie was gegeben hätte. Und eigentlich war das mit der elektronischen der Musik ja ganz Reiter ähnlich, dass man zwischen 89 und 95 ja die ganze elektronische Musik, also das ganze Techno-Ding eigentlich also sich etablierte und so explodiert ist. Und das ist ja der Punkt hier, dass also seine alten Kumpels, die er jetzt 5 Jahre lang nicht gesehen hat, sind schweinereich geworden, weil sie so ein Label, so ein Club und so ein Label hatten. Und plötzlich das also alles durch die Decke ging. Wie der eine sagt, da ging die Decke auf und es regnete Geld vom Himmel. Ja? Und das ist natürlich faszinierend, auch davon zu erzählen oder versuchen zu ergründen, wie diese Leute dann so drauf sind und wie die damit umgehen. Und der Clash of Cultures besteht darin, dass nach dem Aufenthalt im Krankenhaus Herr Schmidt ein Alkohol- und drogenfreies Leben führt. Ganz genau. Und die DJs noch richtig dabei sind. Er wohnt in einer betreuten WG, also so einer Drogen-WG in Hamburg-Altona, und wird da von den Leuten wiederentdeckt. Die finden ihn da quasi wie so einen versteckten Menschen. Ja? Ja. Also und sagen, ja, hör mal, du kannst doch mitkommen. Du bist ja der Einzige, der nichts nehmen darf. Der kann fahren. Ja, na klar. Und die wollen natürlich keine Spaßbremse dabei haben. Und da sie ihn lieb haben von früher noch, das sind ja auch warmherzige Menschen, auch wenn sie selber so viel kalte Drogen nehmen, wie es Karl Schmidt bezeichnet, ist es so, dass sie sagen, Mensch, dann nehmen wir den mit, der ist wenigstens nicht so eine Spaßbremse, wenn er keine Drogen nimmt, weil der ist ja unser Charlie. Und das ist eben das Interessante, das macht das zum Abenteuerroman, dass er letztlich den gefährlichstmöglichen Weg geht, um von seiner betreuten Lebenssituation in so ein unbetreutes Leben zurückzufinden. Trifft deine Drachen. Ja, ganz genau. Er geht sozusagen dahin, wo es richtig schwierig ist. Und er sagt sich natürlich, wenn ich es da irgendwie, wenn ich das schaffe, da steckt das so ein bisschen unausgesprochen dahinter und wird ja auch von ihm selber erzählt, wenn es da schafft, dass er dann wahrscheinlich gute Chancen hat, sowieso einfach mal diese betreute Welt wieder zu verlassen. Weil das ist natürlich schon eine Kränkung, ja, die dazukommt, dass man sowieso mal nicht alle Tasten im Schrank hatte und sich also so sehr auf seine eigene Seele nicht mehr verlassen kann und dann auch noch sozusagen ständig diese Betreuung bekommt und das natürlich mit zunehmender Selbstständigkeit auch immer als Bevormundung empfindet. Und dieser Widerspruch, der spielt halt eine große Rolle, ja, in dem Buch. Ne? In der schlechten Literatursendung würde ich jetzt total einfühlsam fragen, sagen Sie mal, Herr Regner, wie viel Autobiografisches ist da jetzt drin? Also mein Gespräch mit Andreas Dorog, meinte das Erste, was er meinte, hör mal, das mit dem Elch, ne? Das war ich. Also, wollte ich in diesem einen Hotel diesen riesengroßen Stoffelch und der eine nimmt ihn gleich mit aufs Zimmer, ja? Schmeißt ihn so in Fahrstuhl rein. Das habe ich, sowas habe ich zum Beispiel mal erlebt, also mit Andreas Dorog tatsächlich. Es gab sogar... Aufregendes Leben, das war Rock'n'Roll. Es gab sogar ein Foto von mir und Andreas Dorog, wie wir dann im Zimmer... Ich weiß gar nicht mehr, warum der dabei war. Der war irgendwie, wir haben in Hamburg gespielt, glaube ich, und hatten danach noch eine Hotelparty gemacht. Und dann gab es eine Reihe um Fotos auf diesem Elch gemacht, die wir da drauf sitzen. Ja. Aber die haben mich leider alle verloren. Aber das wäre auch was für in 100 Jahren, für den. Nee, finde ich, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das Bessere ist, wenn man sich nur noch daran erinnert, ehrlich gesagt. Keine wenn man Bilder. Das Bild dann sieht, denkt man, so doll war es dann doch nicht. Ja. Das ist dann die Frage. Aber solche Sachen spielen natürlich eine Rolle, dass man Erfahrung damit hat. Aber es macht natürlich auch viel mehr Spaß, sich sowohl die Figuren auszudenken, wie dann eben sie auch dann agieren zu lassen. Weil das ist dann so, wie wenn man noch mal ein anderes Leben geführt hätte. Und es ist eben auch ein Abenteuerroman. Und so abenteuerlich ist das richtige Leben dann oft eben auch nicht. Ja. Dafür haben wir ja dann auch die Romane. Das darf man nicht vergessen. Ich bin jedenfalls keiner, der in erster Linie Romane schreibt, weil er von seinem eigenen Leben so erzählen will, dass man es weiß. Ja. Also ich glaube, es war Peter Handke, der mal sagte, alles erzählen, nichts verraten. Mhm. Also man erzählt letztendlich natürlich ganz viel von sich, aber was da wirklich von einem selbst ist und was von anderen ist oder so, das... Ja. Will man, dafür bin ich zu sehr Bremer auch. Also so einen Entblößungsdrang habe ich gar nicht. Ja. Gut so. Ja, viele Leute sehen Elche, manche auch unter Zuhilfenahme bewusstseinserweiternder Drogen. Die Bundesregierung legt jedes Jahr einen Drogen- und Suchtbericht vor. Zwar geht unter Jugendlichen der Drogenkonsum generell zurück. Sorge bereitet den Behörden aber die schnell wachsende Verbreitung der Designerdroge Crystal, ein Methamphetamin mit großem Suchtpotenzial. Es ist ein grauenhafter Sog. Crystal hält wach, im Job und auf der Party. Das Leben geht schneller, aber nur für kurze Zeit. Dann kommt die Entgiftungsstation. Die Kliniken, wie hier in Mühlhausen in Thüringen, sind überfüllt.
24 Betten, ausgebucht. Bis zu 4 Wochen verbringen die Patienten hier. Weit mehr als die Hälfte sind Crystal-süchtig, Tendenz steigend. Mit leichter Arbeit sollen sie wieder das Gefühl bekommen, selbst etwas zu leisten. Er ist schon über 20 Jahre abhängig. LSD, Heroin, vieles mehr kennt er. Aber Crystal wirkt ganz anders. Auf einmal hat man ein Gefühl, dass man Bäume ausreißen kann. Und man ist überhaupt gar nicht müde. Die Bastelei mit Holz. Für diesen Patienten fast ein Hohn. Er ist Techniker und bei schwierigen Stahlkonstruktionen ein gefragter Experte. Unterwegs von einer Baustelle zur nächsten. Einer aus der Mitte der Gesellschaft. 2 Jahre habe ich wirklich sehr intensiv konsumiert, fast jeden Tag. Und nach diesen 2 Jahren ging gar nichts mehr. Häufige Folgen von Crystal: Psychosen, Angstzustände, Hirnschäden. Die Droge macht schnell abhängig. Die Klinikchefin weiß, Patienten wie ihn gibt es immer mehr. Gestresste Berufstätige nehmen Crystal, um durchzuhalten. Noch mehr leisten können, noch mehr schneller sein, gut aussehen, jung sein, schlank sein. Und solche Attribute zählen in dieser Gesellschaft, denke ich, sehr. Und da passt Crystal natürlich zumindest vorübergehend sehr dazu. Das Bundeskriminalamt hält die Droge für so gefährlich, dass es nicht nur Dealer dingfest machen will, sondern auch aktiv vor Crystal warnt. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man potenzielle Konsumenten über die Gefahren, die der Crystal-Konsum birgt, frühzeitig aufklärt und sie im Prinzip dann davon abhält, Crystal zu konsumieren. Die Patienten in der Entzugsklinik in Thüringen wollen ein neues Leben beginnen, ohne Crystal. Allerdings, so sagt die Statistik, werden 3 von 4 Patienten rückfällig. In Magical Mystery Tour, da geht's ja auch nicht immer ganz gesetzeskonform zu. Da wird gesoffen und gekifft und da werden Pillen geschmissen. Man hat den Eindruck, das gehörte dazu. Es war im Wesentlichen gute Laune. Da denkt man sich, oh, jetzt sieht man da diese armen Teufel in der Reha, in der Suchtklinik. Denkt man sich da manchmal so, oh, da haben wir es früher auch ein bisschen übertrieben oder zu leicht genommen? Wie erklärt man seinen Kindern? Ja, ich glaube, das ist aber hier auch wichtig. Das wird ja aus der Sicht von jemandem erzählt, der es nicht geschafft hat. Ja. Also sozusagen einer der ersten Rave-Opfer überhaupt. Also zu einer Zeit, als es noch Acid House hieß und nicht mehr Techno. Ja, also sozusagen jemand, der aber auch nicht weiß, waren es in erster Linie die Drogen, kamen die nur dazu. So eine Gemengelage aus Ursachen für eine Psychose, die er auch versucht erst zu ergründen. Kommt ja viel vor in dem Buch. Ich denke, dass es aber gleichzeitig auch wichtig ist für diese Leute, die ihn da mitnehmen, den Karl Schmidt, dass er nicht jemand ist, der aufgrund seiner eigenen Erfahrung sozusagen dann anfängt, so zum Warner und Mahner zu werden. Der aber gleichzeitig, weil es ja auch eine Ich-Erzählung ist, merkt man das, dass auch alles ausblendet. Nicht? Also der sagt so, ich möchte nicht dabei sein, wenn ihr Koks nehmt, das ist mir zu gefährlich. Ich möchte nicht in die Kneipen mit rein, in die Clubs mit reingehen müssen, weil ich traue mir da selber nicht. Das hat eher mit ihm selber zu tun, was ja schon eine Menge darüber aussagt. Also welche Kraft, auch zerstörerische Kraft das hat. Aber dass er gleichzeitig natürlich auch sich im Klaren ist, dass nicht jeder Mensch gleich ist und dass nicht jeder Mensch gleich auf diese Drogen reagiert. Nicht jeder Mensch, der Alkohol trinkt, ist Alkoholiker. Ich glaube aber, dass Drogen wie Crystal Meth zum Beispiel haben überhaupt keine Chance lassen. So wenig wie Heroin oder so. Es gibt Drogen, unglaublich brutales die den Zeug. Leuten überhaupt keine Chance lassen, da je wieder rauszukommen. Und das ist natürlich der größte Albtraum überhaupt. Nicht? Und das ist ja das, wovon er erzählt, wie man nicht mehr Herr im eigenen Haus ist und Herr im eigenen Oberstübchen ist, wie man letztendlich die Kontrolle über sich selbst komplett verloren hat. Lassen Sie uns mal soziologisch werden. Ja. Warum ist so eine Droge wie Crystal Meth gerade so populär? Passt das irgendwie in unsere Zeit? Ich weiß gar nicht, ob sie so populär ist. Machen wir sie wirklich? Vielleicht machen wir sie jetzt Zunahme, die Polizei findet immer mehr. Ja, ich glaube, dass natürlich grundsätzlich ist natürlich das Bedürfnis nach wachmachenden Drogen ist genauso virulent immer da wie das Bedürfnis nach dämpfenden Drogen. Oder wie es Karl Schmitter nennt, warme und kalte Drogen. Ja. Es gibt Drogen, die man als Leistungsbeschleuniger nimmt, auch zum Wachmachen und so weiter. Das hat auch viel mit der ganzen Rave-Geschichte.
natürlich vor allem mit solchen Drogen zu tun. Tempo. Weil man aber auch länger, einfach länger durchhalten. Ja? Ja. Also nicht bestimmte Sachen schafft man nicht ungedopt. 3 Tage wach ohne Doping ist nicht zu machen. Ja? Und auch aus dem Überschwang, aus so einer Lebensfreude heraus, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber es hat auch viel natürlich mit Leistungsdruck zu tun. Dass man auf Sachen, auch Schmerzmittelabhängigkeiten und so weiter, haben viel damit zu tun, dass man einfach sonst nicht so funktionieren kann, wie man es gerne möchte. Und das ist natürlich problematisch, weil es da sozusagen auch einen soziologischen Druck dann gibt, sozusagen Richtung Drogenkonsum. Grundsätzlich aber ist Ihnen was nachgeblieben eigentlich? Naja, ich bin eigentlich mehr so jemand, der immer nur viel getrunken hat. Mhm. Rock'n'Roll einfach grundsätzlich ist auch so eine Saufgeschichte. Ich glaube, dass bei Kokain zum Beispiel eine große Rolle spielt, auch in dem Bereich immer gespielt hat, dass man dann auch noch mehr saufen kann. Was auch die Leute, glaube ich, extrem zerstört hat oft. Nicht? Also weil sie sozusagen weit über das normale Maß hinaus zum Beispiel auch Alkohol trinken konnten. Auch Speed spielt eine große Rolle. Ich glaube, dass diese ganzen Sachen sind immer da, aber es gibt einfach Drogen, bei denen man keine Chance hat. Und ich glaube, Crystal Meth ist so eine Droge. Heroin ist auch so eine Droge. Es gibt Drogen, wo man keine Chance hat, wenn man damit anfängt, sich dem dann wirklich einfach wieder zu entziehen. Das ist nicht machbar. Ja. Wie hieß das? Was sind Sie? Pfiffig und aufgeweckt und sowas als Bremer? Ja. Die Krone der Schöpfung, mit anderen Worten. Das ist schön zu hören, ja. Also dann weiß man, hat man es mal schriftlich, nicht? Sind die Bremer, also unsere bezaubernde Redaktionsassistentin Ina kommt auch aus Bremen und die sagt, das sind die schlimmsten Lokalpatrioten in Deutschland. Ich würde sagen, der Franke oder der Sachse ist auch nicht von schlechten Eltern. Ja, wobei zum Beispiel viele Franken gehen auch noch mal woanders hin oder so. Also generell, Deutschland ist ja generell die Art von Land, wo die Leute sehr regional unterwegs sind, also ihre Gegend haben. Und Lokalpatriotismus spielt in so einem Land, so einem sehr föderalen Land, sehr dezentralen Land, eine riesengroße Rolle. Bremen ist ja auch noch Bundesland. Ja, darum ist auch das ganze Metropolengerede mit Berlin mal so ein bisschen falsch, weil das Land dafür eigentlich viel zu dezentral ist. Ja. Ist ja nicht wie Paris in Frankreich oder so. Aber ich glaube, dass der Bremen jemand ist, der auch eigentlich aus Bremen nie rausgeht. Der Bremer zieht in der Regel nicht nach Berlin oder so, wenn es ganz hoch kommt. Geht man dann als Verräter? Nein, das nicht, aber man wird ein bisschen mehr mitleiden, nicht? Es tut den Leuten ein bisschen leid. Der arme Kerl, jetzt muss er in die große Stadt. Wie generell, Bremer eigentlich, glaube ich, alle Menschen ein bisschen bemitleiden. Das ist also, dass sie keine Bremer sind. Die nicht in Bremen leben dürfen, die armen Schweine. In ihrem Buch muss ich kurz loswerden. Der Nachtportier vom Fluxi-Hotel ist Autogramme vom Star-DJ, vom Bum-Bum-Label, worauf geben auf Bremen-Postkarten mit Stadtmusikanten. Also sie bringen es fertig, bei jeder Gelegenheit auch noch Reklame für ihre Heimatstadt zu machen. Weil sonst völlig nichts hemmungslos. Anderes da hat. Was ich besonders gern mag, ist, wo dann dieser DJ Chöffi irgendwann sagt, er halt diesen Hit hatte, was ist das denn hier? Und ich sage, das ist der Rhododendron-Park. Der ist sehr schön, wenn der Rhododendron blüht. Also das ist in der einen Woche. Ja, also aber ich finde das ja auch, hat ja auch was Rührendes in Deutschland, die Liebe der Leute auch zu dem, was sie da so haben, was sie da so vorfinden, nicht? Und wie man sich das auch so schön trinkt. Und ich muss sagen, ich selber bin davon auch nicht frei. Ich wohne seit 30 Jahren in Berlin, also länger, als ich in Bremen gelebt habe. Aber die ersten 20 Jahre im Leben prägen einen am meisten. So. Und ich würde heute noch sagen, ich bin Bremer, der in Berlin wohnt. Ich würde nie sagen, ich bin Berliner. Ich weiß nicht, eigentlich warum. Hätte Kennedy auch sagen müssen, ich bin ein Bremer. ich glaube, er ist liebes Bremen gekommen. Ja? Sie haben in ihrer Vergangenheit vielleicht ist es ein dunkler, vielleicht ein heller Fleck. Im Spielmannszug des KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland, haben Sie Musik gemacht. Stimmt das oder ist das ein Gerücht? Nee, auch sicher. Aber ich war ja organisiert im KBW und wir hatten diesen Spielmannszug. Linker. Ja. Sie wollten dieses Land abschaffen. Linksradikal, auf jeden Fall. Ja. Und konnte halt Trompete spielen. Und deshalb war klar, wir waren ja nicht so viele. Irgendwann kam das ZK auf die Idee, diese Spielmannszüge überall zu gründen. Also mussten wir dann alle ran. Ja. Man so gespielt, die Internationale? Ja klar, wir sind die junge Garde des Proletariats und so, ich konnte das alles noch spielen, ich tue es aber nicht mehr. Sie haben zufälligerweise ein Instrument mitgebracht. Ja, nee, nicht zufälligerweise, weil man zu mir sagte, wenn du in diese Sendung gehst, dann kannst du ruhig mal irgendein Ding mitbringen, das dir sehr am Herzen liegt. Kulturgegenstand. Warum liegt Ihnen dieses Instrument, das aussieht wie
ein Jagdhorn? Nee. Ja, das ist einfach wie eine, das ist ja so eine verknubbelte Trompete, ne? Also wie eine, in die Schrottpresse geratene Trompete. Ja, man, das, es ist eine Trompete. Und das ist, weil die Trompete definiert sich über die Art des Mundstücks, das ist ein ganz normales Trompetenmundstück, und über die Länge des Rohrs. Holzblas und Blechblasinstrument, genau, habe ich mal gelernt. Ja, genau. Und dann gibt es auch die Rohrblattinstrumente und so weiter. Und das über die Länge des Rohrs, und das ist die Rohrlänge einer Trompete, und das ist auch das Mundstück einer Trompete. Hat dieses historische Stück damals schon im Spielmannszug der Kommunisten? Das wäre praktisch gewesen. Viel besser, wenn man beim Spielen auch noch laufen muss, wäre so eine Taschentrompete gewesen. Ja. Aber nein, ich hatte damals mal eine ganz normale Trompete. Die habe ich eigentlich mir irgendwann nur mal gekauft, und wenn ich im Urlaub spielen möchte, mit einem Dämpfer vielleicht oder so. Und zu Hause habe ich die rumliegen. Wenn mir danach ist, spiele ich damit ein bisschen. Ne? Wir haben die schöne Tradition des typisch Deutsch-Privatkonzertes. Ja. Was würden Sie jetzt so spontan zu Gehör bringen? Ja, irgendwas, sowas. Irgendwas ist gut. Ganz toll. Ja, das ist halt auch, wollte ich eigentlich eine ganz normale Trompete. Ne? Und das macht es so praktisch, wenn man die so einfach einstecken kann. Don Cherry, der berühmte Jazz-Trompeter Don Cherry, hat immer auf der Taschentrompete gespielt. Also wenn Sie Don Cherry sehen, die klingt Don Cherry, der hat ein bisschen, also ich bin Laie, aber ich habe das Gefühl, die klingt sehr unmittelbar. Die geht so gerade weg. Der Schallbecher ist ein bisschen kleiner, aber dieser jetzt, es gibt auch welche, die den größeren haben. Und das auch die Decke des Rohrs auf den letzten Zentimetern ist nicht ganz so stark. Ja. Deshalb ist das ist ein bisschen trockener vielleicht im Klang, das kann sein. Sie sind gerade auf Lesetour, haben Sie da auch die Trompete dabei? Und nee, das machen ja manche auch zu Recht, wie ich finde, weil man dann die Mehrwertsteuer auf 7% runterbringen kann, wenn man auch Musik macht. Lesungen müssen ja mit 19% Mehrwertsteuer, Musik, Konzerte aber mit 7% auch noch in die Tiefen des deutschen Steuerrechts tauchen. Und deshalb gibt es zum Beispiel, Heinz Strunk macht das gerne, der spielt zwischendurch auf dem Saxophon oder auf der Querflöte. Und schon hat er dann Mehrwertsteuer. Dann ist es eine Show, also sowas wie theatralisch oder Konzert, und dann hat er nur noch 7% Mehrwertsteuer und kann mehr von dem Geld selber bekommen. Ich mache das nicht. Das gönne ich mir, dass ich der Purist bin. Aber das liegt natürlich daran, dass ich im Gegensatz zu Heinz Strunk kein Solomusiker bin, sondern als Musiker ja eigentlich nur in der Band in Erscheinung trete. Und ich mag das dann nicht miteinander vermischen. Das ist dann wie, wenn man die Band verrät für mich, wenn ich dann als der Sänger der Band plötzlich alleine irgendwas mache. Das finde ich nicht so gut. So Solo-Trips. Das tut man, ja, das macht man nicht. Also ich mache das nicht. Ich finde, ich habe bis in den 25 Jahren dieser Band oder 23 Jahren dieser Band noch kein Solo-Album gemacht. Und ich würde da auch 28 Jahre, glaube ich, sind schon... würde aber jetzt auch nicht damit anfangen wollen. Also jemals nicht, solange es die Band noch gibt. Weil ich das irgendwie, da hätte ich keine Lust zu. Das Album eigentlich, die Fans kratzen schon an Geschäften. Ja, auch mal wieder, unser Lichtmann hat immer gesagt, keine neuen Songs, bevor die alten nicht aufgebraucht sind. Aber jetzt ist mal so weit. Ich denke mal, dass wir, wenn wir alles klappt, wie wir es uns vornehmen, dann haben wir nächstes Jahr im Herbst eine neue Platte. Ganz zum Schluss das knallharte typisch Deutschspiel. Zwei Begriffe zur Auswahl. Rocker oder Raver? Ich bin ja mehr Rocker. Ne? Pillen oder Pilz? Pilz. Sekt oder Selters? Oh, Leute, kommt immer gut. Nee. Ne? Barfuß oder Lackschuh? Vielen Dank auch. Ja. Gut, alles klar. Je nachdem, ne? Wie das... alles klar. Danke für diese Antwort. Das war schon wieder mit typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mehr über Sven Regner erfahren wollen, gucken Sie doch einfach mal ins Internet. Bis dahin. Tschüss.